Hallo zusammen, in diesem Video geht es um drei Gründe, weshalb du beim Abnehmen stagnierst. 90% der Menschen da draußen stagnieren früher oder später beim Abnehmen. Und es sind erschreckend viele, wie ich finde. Aber woran liegt es eigentlich? Im Wesentlichen sind dafür drei Gründe verantwortlich. Erstens, das Konzept ist ein Standardkonzept und überhaupt nicht auf die jeweilige Person zugeschnitten. Zweitens, es gibt keine persönliche Betreuung. Und drittens, die Ernährung wird im Lauf der Gewichtsabnahme nicht angepasst. So, und da wundert es mich auch nicht, dass so viele Menschen immer wieder scheitern und aufgeben beim Abnehmen. Aber schauen wir uns jetzt mal jeden dieser drei Punkte unter der Lupe an. Bei Standardkonzepten bekommt jeder Mensch dieselbe Ernährung. Es wird nicht geschaut, wie viel wiegt die Person, wie hoch ist das Aktivitätslevel, was schmeckt der Person, wie sieht der berufliche Alltag aus. Na, hier lautet das Motto, eine Ernährung für alle. Ja, und im Prinzip, ein Konzept wird über alle Menschen drüber gestülpt und fertig. Ja, das ist natürlich die sehr, sehr grobe Methode. Und das hat rein gar nichts mit individueller Ernährung zu tun. Damit hast du einfach auch keine Chance, ehrlicherweise, langfristig glücklich zu werden mit deinem Gewicht. Es ist auch physikalisch gar nicht möglich, weil jeder Mensch hat eine andere Ausgangssituation. Und wenn jeder Mensch aber gleichzeitig dieselbe Ernährung bekommt, das kann nicht funktionieren. Ja, und diese individuelle Ausgangssituation muss zwingend berücksichtigt werden. Meistens läuft es dann aber leider so ab, das siehst du hier auch in der Grafik, anfangs nimmst du ein paar Kilos ab, weil du dich einfach eine Zeit lang noch durchbeißen kannst. Ja, da hast du wirklich so ziemlich viel Widerstandskraft. Aber irgendwann, da wird es einfach nur noch anstrengend, es macht keinen Spaß mehr. Naja, und dein Gewicht verläuft dann eben etwa so, dass du mittelfristig dann wieder alles zunimmst, was du vorher abgenommen hast in den ersten 1, 2, 3 Wochen. Die persönliche Betreuung ist für mich enorm wichtig beim Abnehmen. Und deshalb legen wir in unserem Abnehmcoaching auch so viel Wert darauf, dass jeder Teilnehmer seinen festen Coach an der Seite hat. Das macht auch einen riesen Unterschied, ob du dich alleine durchkämpfen musst oder jemanden an deiner Seite hat, na? Der dir den einfachsten Weg zeigt, der dir zeigt, was für dich in deiner jetzigen Situation die nächsten wichtigen Schritte sind. Stell dir nur mal folgende Fragen. Wer baut dich wieder auf nach einem Rückschlag? Wer motiviert dich dann wieder? Wer zeigt dir die nächsten Schritte, wenn dein Gewicht gerade mal stagniert im Moment? Wer gibt dir die richtigen Denkmuster und transformiert deine früheren schädlichen Glaubenssätze und verwandelt die in neue, stärkende Glaubenssätze? Ganz, ganz wichtig. Und bei uns im Coaching, da laufen wir ab Tag 1 gemeinsam zu deinem Wohlfühlgewicht. Und genau diese persönliche, mentale Unterstützung, die fehlt einfach bei den meisten Abnehmkonzepten. Und diese Konzepte, die sind halt nun mal auf die Masse ausgerichtet. Ne? Wir machen es anders, wir arbeiten 1:1 und immer individuell mit unseren Teilnehmern. Das nächste Riesenproblem, wo es früher oder später knallen wird, wenn du das nicht machst. Es ist so, wenn du Gewicht verlierst, dann verändert sich dein Körper. Dein Grundumsatz sinkt und damit sinkt auch dein Kalorienverbrauch. Also müssen wir die Ernährung entsprechend anpassen. Ist eigentlich ganz logisch. Ja, aber warum wird es dann nie berücksichtigt? Ne? Es geht immer nur darum, du musst das machen und dann nimmst du ab. Aber es geht nie darum, dass die Ernährung sich auch mitentwickeln muss im Lauf einer Gewichtsabnahme. Das werde ich nie verstehen, ne? warum das eigentlich nie angesprochen wird. So ein wichtiges Thema. Ne? Es heißt immer nur, nimm diesen Shake, dann nimmst du ab. Mach diese Diät, dann bist du schlank. Aber niemand spricht darüber, dass die Ernährung sich im Lauf der Zeit mitentwickeln muss. Und genau deshalb gibt es unser Drei-Phasen-Modell. Das heißt, wir passen die Ernährung während des Abnehmzyklus für unsere Teilnehmer an. Zum Beispiel so wie bei Christiane. Die hat am Ende 22 Kilogramm abgenommen und fühlt sich heute super wohl mit ihrem neuen Gewicht. Hat jetzt mittlerweile 73 Kilogramm erreicht. Na, du kannst dich hier wirklich, wir begleiten dich durch den Prozess, durch die gesamte Gewichtsabnahme, wir nehmen dich hier an die Hand und du kannst dich einfach auch zurücklehnen, weil wir übernehmen diese Anpassungen für dich. Na, und da bist du auch auf der sicheren Seite. Klingt eigentlich gut, oder?
Das ist aber nicht ganz trivial, ne? Und da gehört schon ehrlicherweise auch Erfahrung dazu, ne? Wir haben jetzt mittlerweile natürlich den Rundumblick. Wir haben mehrere hundert Teilnehmer mittlerweile in unserem Coaching gehabt oder aktuell dabei. Ne? Und mit denen haben wir das eben sehr, sehr erfolgreich so gemacht. Also, wenn wir uns nochmal diese drei Probleme vor Augen halten, da ist es kein Wunder, dass über 90% der Menschen immer wieder systematisch scheitern. Systematisch deshalb, weil es mit Ansage krachen wird. Und dazu muss man wirklich kein Prophet sein. Es reicht schon, wenn auch nur eines dieser Probleme gegeben ist. Und dann wirst du auch früher oder später stagnieren. Oft sind aber zwei oder alle drei dieser Probleme gleichzeitig vorhanden. Naja, und du kannst es dir selber denken, wo das dann hinführt. Ne? Wir haben unser Coaching so ausgerichtet, dass du in diese drei Abnehmfallen garantiert nicht tappen wirst. Denn wir erstellen eine maßgeschneiderte Ernährungsstruktur für dich. Wir begleiten dich von Tag 1 an persönlich und kümmern uns um dich. Und wir passen die Ernährung gemäß der drei Abnehmphasen an und begleiten dich auch durch alle Phasen. Ja, es liegt an dir. Ne? Du kannst dich weiter alleine durchkämpfen mit Standardkonzepten, Diäten. Oder du machst es dir einfach und lernst einmal richtig, wie das Abnehmen funktioniert. Wenn du den einfachen Weg mit unserer Unterstützung gehen möchtest, dann klick einfach mal jetzt hier oben auf den Link und komm gerne in unser kostenloses Strategiegespräch. Da sprechen wir mal ganz entspannt über deine Situation und zeigen dir auch, welche Schritte für dich als nächstes notwendig sind. Abnehmen ist ein Handwerk. Aber du brauchst die richtigen Werkzeuge und du musst die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge gehen. Und dann erreichst du dein Wohlfühlgewicht. Und dann kannst du es auch halten, auch in 3 Jahren, in 5 Jahren noch. Mach's dir nicht unnötig kompliziert. Also, ich wünsche dir beste Gesundheit und wir sehen uns beim nächsten Mal.